und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal mit dabei habe ich drei absolute Hochkaräter, dass ich meine ganzen Emotionen und das, was ich alles empfunden habe, bei diesen gar nicht zügeln kann, weswegen ich mich die letzten fünf Versuche die ganze Zeit am Verhaspeln war, weswegen ich jetzt an der Stelle einfach mal ein bisschen langsamer anfange wie normalerweise und euch sage, dass die drei Titel, die ich gestern am Sonntag für mich, für euch wird wahrscheinlich der gestrige Tag, der Montag gewesen sein, gelesen habe, der absolute Knaller gewesen sind. Und zwar habe ich gelesen die neue Justice League vom guten Scott Snyder, der hier ein wirkliches Brett abliefert und so am allernächsten an Grant Morrison an der Justice League rankommt wie jeder andere Autor. Ich weiß auch nicht, ob es irgendein anderer Autor schon mal versucht hat, muss aber sagen, dass das von Scott Snyder sich mit dem ersten Heft echt schon anfühlt wie Grant Morrison so in der Mitte seines Justice League Runs und das wahrscheinlich auch komplett bewusst, weil der gute Scott Snyder hier drin ein, zwei Sachen aus der Morrison-Zeit aufnimmt, aber das werde ich dann zum Schluss meiner Review ein bisschen genauer erläutern. Dann habe ich dabei Rachel Rising vom guten Terry Moore und ich habe es auch schon mit den letzten Bänden gesagt, dass der gute Terry Moore den absoluten Horror aus Blatt Papier mit Rachel Rising bringt und für mich Rachel Rising der krasseste Horrortitel gewesen ist, den ich in den letzten Jahren gelesen habe und das bestätigt für mich auch wieder der vierte Band und das, obwohl der vierte Band jetzt gar nicht so viel Horror drin hatte, wie es die anderen drin hatten, aber das, was an Horror drin war, genau richtig platziert war und auf den Punkt gesetzt wurde. Und da obendrauf habe ich dann noch dabei Infinity Wars, den ersten Band von dem Event, was das gerade bei Marvel erscheint und jetzt auf Deutschland, beziehungsweise das heißt auf Deutschland, besser gesagt in Deutschland bei Panini erscheint und das Event ist so der Knaller und so ausufernd, dass sich der Marvel Verlag dann im Vorfeld auch schon für Countdowns und sowas entschieden hat, weswegen das auch in Deutschland nicht die erste Veröffentlichung zu diesem Event ist, weil im allerbesten Fall hat man die Bände 6, 7 und 8 müssten es gewesen sein von den Guardians of the Galaxy der aktuellen Reihe gelesen, danach stürzt man sich auf die beiden Countdown-Bände, dann auf den Countdown-Megaband und dann auf den ersten Band. Ich persönlich habe jetzt die Guardians übersprungen, habe es auf dem Lesestapel gelesen, werde sie die Tage irgendwann lesen und habe auch noch den Megaband übersprungen, den ich wahrscheinlich jetzt auch direkt hier nachlesen werde, weil es ein, zwei Sachen gibt, die ich dann noch ein bisschen besser erklärt haben möchte und das ist der große Vorteil an diesen Countdown-Bänden. Man kann sie lesen, muss sie aber nicht lesen, weil der Band funktioniert auch, würde ich sagen, ohne dass man irgendwas von den Countdown und den Guardians of the Galaxy im Vorfeld gelesen hat. Wenn man aber im Vorfeld die Guardians of the Galaxy und die Countdown-Bände gelesen hat, bekommt man einen richtig krassen Mehrwert und das sind alles solche Sachen, wie dass Adam Warlock wieder da ist, was komplett in den Countdown-Bänden geschildert wurde, beziehungsweise besser gesagt in den zwei Sonderbänden, wo so ein bisschen der Werdegang von Adam Warlock, der jetzt wieder zurück ist, aufgezeigt wird und das sind solche Sachen, die jetzt der Leser, der sich jetzt auf den Infinity Wars Band stürzt, komplett verpasst, aber trotz dessen wird man hier komplett durchblicken, weil die Ereignisse sich direkt innerhalb des ersten US-Heftes so heftig überschlagen und so viel ins Rollen bringen, dass eh schon wieder fast alles nichtig ist, was davor passiert ist, weil es gibt eine maskierte Heldin oder Heldin, sei mal dahingestellt, die man auch schon auf dem Cover sieht, die diese Brille aus anhat, wo dieses für immer Zeichen drauf ist und die wiederum sorgt dafür, dass jemand zu Fall kommt im Marvel-Universum, wo ich so früh bei diesem Event im Leben nicht mit gerechnet hätte und darüber hinaus auch ein anderer Heldentod, wo ich bei beiden Toten komplett spoilerfrei bleiben möchte, weil sonst dieser krasse Moment komplett verloren gehen würde. Wie der Event-Titel schon vermuten lässt, dreht sich wieder alles um die Infinity-Steine, die diesmal zum Teil auf der Erde sind, unter anderem in den Händen von Adam Warlock und vom guten Dr. Strange, die aber direkt von Anfang an sagen, dass das nicht richtig ist, was da gerade abgeht und dass man sich was anderes überlegen sollte mit den Infinity-Steinen und dass man eine neue Infinity Watch gründen muss, wo das auch so ein bisschen der Anfang von diesem ganzen Band ist. Und viel mehr möchte ich und kann ich dazu auch gar nicht spoilern, weil so viele krasse Sachen da drin passieren, dass alles, was ich weiter zur Story erzählen würde, euch selber das Lesererlebnis nehmen würde, kann nur sagen, dass Infinity Wars jetzt mit dem ersten Band, den der gute Greg Dugan abgeliefert hat, schon so viel abgerissen hat und es ist schon so viel passiert innerhalb von einem Bandes, dass ich komplett begeistert bin und jetzt Infinity Wars schon als eins der besten Events der letzten Jahre handhabe. Mit den Countdown-Bänden, wie gesagt, bekommt man einen richtig krassen Mehrwert geliefert und ich würde schon jedem empfehlen, der Bock hat, sich das Infinity Wars Event in seiner ganzen Gänze zu geben, sich im besten Fall vor die Guardians-Bände reingezogen zu haben, die beiden Sonderbände und die Megaband. Ich muss selber sagen, ich muss die Guardians selber noch aufholen. Ich habe die Bände schon hier auf dem Lesestapel liegen, werde mich wahrscheinlich jetzt am Wochenende mal da drauf stürzen, genauso wie die Megaband, den ich auch noch nicht gelesen habe. Ich persönlich habe bis jetzt nur die beiden Countdown-Bände gelesen und das ist dann wieder der springende Punkt, den ich eben schon erwähnt habe. Man kann das ganze Zeug vorlesen, muss aber nicht, aber das, wenn man das halt gelesen hat, bekommt man halt einen krassen Mehrwert geliefert und für mich war es in dem Fall der Glücksgriff mit den beiden Sonderbänden, die ich im Vorfeld schon gelesen habe, dass darin halt geschildert wurde, was es mit Adam Warlock auf sich hat, weswegen das für mich am Anfang der Story kein Verwundernis war, dass Adam Warlock zurück ist. Allerdings für jeden, der die Countdown-Bände nicht gelesen hat, der wird da so einen kleinen What-the-fuck-Moment haben, direkt auf der ersten Seite, weswegen das an der Stelle auch kein großer Spoiler ist und ich sag's gerne nochmal, Infinity Wars, richtig, richtig gutes Event, so relativ einsteigerfreundlich tatsächlich. Ich würde behaupten, wenn man sich die, wie gesagt, das ganze Vorgeplänkel reingezogen hat, weiß man alles, was man wissen muss, aber auch ohne das, kann man gar nicht oft genug erwähnen, kann man sich den ganzen Band reinziehen und wird trotz dessen dann Spaß haben. Ihr hört es wahrscheinlich schon raus, für mich sowas 10 von 10 Punkte, wie 10 von 10 Punkte auch nur 10 von 10 Punkte sein
sein können. Und das Infinity Wars Event, was ja quasi gerade erst gestartet ist mit dem ersten Band, haut mich jetzt schon komplett vor den Socken. Danach wiederum hatte ich Bock auf etwas Ruhigeres, was dann doch nicht so bunt ist, weswegen dann das gute Werk Rachel Rising mit dem vierten Band von Terry Moore genau in die richtige Kerbe geschlagen hat, ist nämlich komplett schwarz-weiß. Und die Zeichnung von Terry Moore, ich kann es gar nicht oft genug sagen, sind so charmant. Ich liebe es einfach, wie er Frauen zeichnet. Also ich finde, Terry Moores Frauen sind die schönsten Frauen, die ich jemals in Comics gesehen habe. Und das ist schon so eine Sache, die bei mir extremst gut funktioniert. Darüber hinaus der Tatsache, dass bei Echo und bei Rachel Rising, wie auch der Titel Rachel Rising schon vermuten, dass halt eine Frau in der Hauptrolle ist und der deswegen sehr viele Frauen zeichnen kann. Und da sich bei Rachel Rising auch alles um Hexen dreht und deswegen sowieso mehr Frauen im Mittelpunkt stehen, ist das so eine Sache, die unter dem guten Terry Moore extremst profitabel ist oder den guten Terry Moore in meinen Augen komplett perfekt in Szene setzen. Darüber hinaus sein Zeichenstil, der immer wieder recht, man könnte schon böse Zungen behaupten, arg wirkt oder karg wirkt oder beziehungsweise recht leer wirkt, weil er teilweise jetzt nicht so viele Hintergründe zeichnet oder die Hintergründe nicht so detailliert darstellt, wie es andere Zeichner tun. Dafür kommen dann alle paar Seiten so andere Panels in den Vordergrund, wo es mich einfach komplett umhaut, wie detailliert der Herr zeichnen kann, wenn er sich denn die Zeit dafür nimmt und wenn es vom Stil her halt perfekt passt, weil das halt solche Szenen sind, wo so ein Szenenwechsel stattfindet oder sowas und man auf einmal Schnee über das komplette Panel verteilt sieht und man einfach sieht, mit was für einer Hingabe er die ganzen einzelnen Schneeflocken gezeichnet hat. Und darüber hinaus werden halt in den Szenen, wo man nicht so viel Hintergrund hat, die einzelnen Figuren und die Emotionen, die sie im Gesicht haben, mehr in den Vordergrund gerückt. Deswegen der Stil für mich von dem guten Terry Moore von der ersten bis zur letzten Seite auch im vierten Band von Rachel Rising 100% funktioniert und der gute Terry Moore ist ein Zeichner, der in meinen Augen viel zu selten erwähnt wird. Darüber hinaus kommt noch der Zeichenstil, der schon mit den ersten Bänden aufgezeigt hat, was für eine Art Horror der gute Herr da abliefert, der teilweise echt plakativ daherkommt, allerdings dann nur so kurz plakativ ist, dass man es eigentlich gar nicht als plakativ bezeichnen kann, weil der Horror von ihm, die Brutalität, die er dann in der Story anwendet, bei einer Horror-Story natürlich nicht verzichtbar ist und bei ihm halt komplett perfekt auf den Punkt gesetzt wird und nicht zu, ich sag mal, inflationär innerhalb der Story eingesetzt wird. In diesem Band gerade zeigt er das zu 100% auf, weil so wirkliche Horror-Szenen hat man im kompletten Band vielleicht 3 oder 4 Stück, die ich an der Stelle natürlich nicht wegspoilern möchte. Und ansonsten beschäftigt sich der Band komplett mit Charakterentwicklung und bringt einen neuen Charakter ins Spiel, der aus dem Mittelalter kommt und jetzt in den Körper der Freundin von Rachel Rising wieder zu sich kommt. Auf der anderen Seite ist die Tante von Rachel Rising seit dem letzten Band verstorben und wurde vergiftet und jetzt wiederum ist die Seele von ihr raus, aus dem Körper gegangen, in den Hund von der Tante rein. Der Hund ist direkt weggelaufen mit der Seele in sich drin und Rachel Rising versucht mit der Hilfe von einem Doktor, den man auch schon in den letzten Bänden kennengelernt hat, die Gifte von der Vergiftung aus dem Körper der Tante rauszubringen, weil sie die Hoffnung hat, sobald der Körper wieder giftfrei ist, die Seele der Tante wieder in den Körper reingerät. Extrem toll geschrieben, super tolle Charaktere, kann man gar nicht oft genug erwähnen und Rachel Rising ist für mich einer der Titel, die man sich definitiv angeguckt haben sollte. Ich wollte gerade sagen dieses Jahr, aber ich habe eben festgestellt, dass der Band von 2015 ist, hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel, tut der Story aber nicht weiter ab, weil die Story ist so toll geschrieben, so toll gezeichnet und der gute Terry Moore ist jetzt schon ein absoluter Liebling von mir. Ich muss unbedingt gucken, was der Herr noch veröffentlicht hat. Das ist so ein Herr, von dem muss ich am besten alles haben, was da jemals auf Deutsch erschienen ist. Bitte unbedingt mal eure Meinung zum guten Terry Moore in die Kommentare rein, ob ihr den guten Herrn auch so hart am Abfeiern seid wie ich. Und zu guter Letzt dann noch die Justice League. Ich habe meine Bewertung vergessen. Ich würde den ganzen Band eine sehr, sehr starke 8 von 10 geben. Dann wiederum kommt die Justice League von Scott Snyder mit dem ersten Heft, wo ich ja wirklich gespannt drauf gewesen bin, weil Scott Snyder ein Autor ist, der zwar gute Sachen schreibt, aber für mich irgendwie nicht so zu Top 20 der besten Autoren gehört. Und das, obwohl er eigentlich schon von allen Seiten abgefeiert wird. Und ich auch jede Menge Sachen von ihm gelesen habe, die ich sehr gut fand. Ich muss aber sagen, dass so nach den New 52 und ich so ein bisschen Abstand von seinem Batman Run gewonnen habe, dass dann doch alles so sehr in die gleiche Richtung gegangen ist und mich dann doch nicht so krass abgeholt hat, wie es zuvor der Grant Morrison Run gemacht hat und aktuell der Tom King Run gemacht hat. Die halt beide, also Grant Morrison und Tom King, eine Schippe besser als der gute Scott Snyder schreiben, weswegen ich wahrscheinlich auch zu seinem Batman-Run nicht so die krasse Verbindung habe, wie es sonst die meisten eigentlich haben. Weil wenn man mal auf Instagram und hier auf YouTube guckt, gibt es eigentlich kaum einen, der den Run nicht abgefeiert hat. Ich bin, glaube ich, so einer der wenigen Blogger oder YouTuber, die sagen, dass der Run nicht so gut war. Bitte alle anderen Kollegen mal aufgerufen, wie euch das Scott Snyder-Run gefallen hat, ob es euch da auch so wie mir geht, dass ihr den auch eher so als mittelmäßig, zwar sehr, sehr gutes Mittelmaß empfindet, aber trotzdem Mittelmaß. Dann
dann wiederum kam ja Batman Metal und Batman Metal hat gezeigt, wie komplex er dann doch auf einmal schreiben kann und was er sich alles bedient im Batman oder beziehungsweise besser gesagt DC-Universum. Und das waren teilweise so die Karte aus den Multiversum-Bänden, die auf einmal bei Batman Metal aufgetaucht ist, wo ich mir gedacht habe, krass, was der gute Herr alles in seinem Kopf drin hat und wie gut er für diese Storyline recherchiert hat. Und Batman Metal wiederum kann man jetzt zurückblicken und sogar noch viel mehr als den Prolog für die neue Justice League bezeichnen, weil nachdem erst das ganze nur Justice Ding durch ist und für mich auch nach wie vor austauschbar gewesen ist, man muss es auch nach wie vor nicht zwingend gelesen haben, ist das jetzt hier tatsächlich der absolute Knaller. Der ganze Run allein schon wegen der Besetzung, wo es Martian Manhunter wieder Mitglied der Justice League ist, fühlt sich extrem von der Besetzung her, wo auch Plastic Man in den ersten Seiten mit auftaucht, zwar noch kein Mitglied ist, aber taucht auf, fühlt sich einfach allein schon deswegen extrem nach denen an, was Grant Morrison abgerissen hat. Darüber hinaus der Faktor, dass die Injustice Gang wieder zurück ist, rund um Lex Luthor und Lex Luthor noch seine alte Position im DC-Universum so scheinbar wieder annimmt, was ja auch schon Doomsday Clock gezeigt hat, wo er im komplett verbitterten Streit mit Batman gewesen ist, wo ich auch schon zu meiner Review von Doomsday Clock gesagt habe, dass ich vermute, dass zum Ende des Jahres hin Lex Luthor wieder der ist, der er früher gewesen ist. Und das sind alles so Sachen, die ja auch aufgegriffen werden. Und darüber hinaus noch der Quellcode aus dem Quellwall, der auf die Erde eindrischt und dabei ein paar andere Dimensionen und Zeitzonen durchstreift, wo man auch unter anderem die 1 Million Justice League von Grant Morrison direkt auf der ersten Seite sieht, was natürlich dann auch direkt die 100%ige Anspielung auf die Justice League von Grant Morrison ist. Und ich glaube, dass das definitiv gewollt ist von guten Scott Snyder, dass er deswegen auch schon die Karte vom Multiversum, die auch Grant Morrison gestaltet hat, bei Batman Metal gezeigt hat und jetzt halt in dem Fall wieder einen Schritt weiter zurück zu Justice League in den 90er Jahren geht, allein schon von der Besetzung her. Und ihr hört es wahrscheinlich schon ab, ich bin es wirklich so hart am Abfeiern, weil in diesem ersten Heft einfach so viel passiert, dass dafür wahrscheinlich ein 30-Minuten-Video nicht ausreichen würde, wenn ich alles wegspoilern würde. Und da es mich einfach so begeistert hat, ich kann es gar nicht oft genug sagen, bleibe ich an der Stelle auch wieder spoilerfrei. Also ich glaube, ich habe selten ein so spoilerfreies Video wie dieses hier gehabt. Liegt aber daran, dass die Sachen, die passiert sind in den Comics, mich so baff gemacht haben, dass ich wirklich begeistert gewesen bin und auch für Justice League Heft Nummer 1 an der Stelle eine 9 bis 10 von 10 raushaue. Und das, was Scott Snyder mit dem ersten Heft abgerissen hat, ist schon so viel besser, was die letzten 20 Hefte in der Brian Hitch Justice League passiert ist. Und das soll schon was heißen, wobei das gar nicht so viel heißt, weil die Brian Hitch Justice League wirklich scheiße gewesen ist. Zum Schluss wurde es ein bisschen besser, aber der Anfang war wirklich scheiße. Und Scott Snyder zeigt einfach wieder auf, wie eine Justice League funktionieren soll. Und wenn es so weitergeht wie mit dem ersten Heft, glaube ich, dass so in ein, zwei Jahren keiner mehr über den Jeff Jones Justice League Run reden wird. Also auch nur, wenn es genauso gut weitergeht, wie es aktuell läuft. Wie gesagt, 9 bis 10 von 10 Punkte für die aktuelle Justice League mit dem ersten Heft. Ich werde mich nach diesem Video umgehend auf das zweite Heft stürzen, weil es wirklich hart abfeiert. Bitte unbedingt eure Meinung in die Kommentare rein. Ansonsten sei gesagt, lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da, guckt auf Instagram vorbei. Oh mein Gott, guckt auf Instagram vorbei. Ich bin wirklich süchtig. Also ich hätte nicht gedacht, dass sich meine Sucht, die ich schon vor einem Monat circa bekundet habe, nochmal krasser werden wird. Aber guckt allein meine Instagram-Story rein. Ich bin mittlerweile meinen halben Tag am Dokumentieren mit irgendwelchen sinnlosen Videos. Guckt auf Instagram vorbei. Link findet ihr in der Beschreibung. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!